Ja, ihr Lieben, und damit herzlich willkommen zu einer kleinen Horror-Demo-Folge heute. Wir spielen heute die Demo-Version von Madison. Dieses Spiel habe ich vor ein paar Tagen entdeckt. Was? Habe ich jetzt irgendwas gemacht? Eigentlich nicht. Ja, dieses Spiel habe ich vor ein paar Tagen entdeckt. Und das wäre auch das allererste Mal, dass wir eine Demo auf meinen Kanal zocken. Ich bin eher nicht der Demo-Fan, ich weiß auch nicht. Ich möchte mich in Spielen eigentlich nie so groß spoilern, aber ich dachte mir, komm, machen wir es einfach mal. Das soll auch nicht lange gehen. Ich glaube nur 20 Minuten ungefähr, je nachdem, wie man durchkommt. Und ich glaube, es ist noch komplett auf Englisch. Und ich sehe schon mal die Grafik und die sieht wieder mal richtig schön aus. Ich hoffe, ihr hört auch. Ich kann nämlich nichts einstellen, was mit der Lautstärke zu tun hat. Ich scheune einfach nur in das Spiel hinein. Gut, wir haben überall Kerzen. Linke Maustaste ist klar, da können wir interagieren. Okay, ich schaue mich erstmal da hinten um. Und verdammt, es ist sehr lange her, dass wir ein... Was? Horrorspiel auf den Kanal gebracht haben. Ich bekomme gerade nichts mit. Was ist? Also wie gesagt, wenn es zu schnell ist mit der Mausbewegung, ich kann es leider nicht umstellen. Kann ich... Ich kann da nicht viel erkennen, aber wie gesagt, es ist ein Demo. Oder ich muss irgendwas drücken. Nee, ich glaube, das ist noch nicht so weit. Ich frage mich, was der Schrank da hinten zu tun hat. Und es ist wunderschön schon detailliert. Das finde ich sehr schön. Ich finde den Sound irgendwie sehr leise auf meinen Ohren. Ich sollte nicht so laut machen, wenn ein Schreckenmoment kommt. Ich habe kein Item dafür gefunden. Point, shoot, print and check. Oh. Polaroid. Oh, dürfen wir Fotos machen? Ah, okay. Tab-Taste ist unser Inventar. Ich glaube, wir sind hier wach geworden mit blutigen Händen und wissen nicht, wo wir sind. Ich glaube, irgendwas habe ich da gelesen. Bist du ein Sarg? Fuck! Au! Ja, nicht so laut! Oh. Irgendwas ist hinter mir aufgegangen. Da gehen wir noch nicht hin. Gut. Das heißt, wir können rennen. Ah, mit der wunderschönen Maus können wir wieder... Komm, mach auf! Mach die... komm schon. Ah, ja. Guck mal, mit echten Fotos. Die habe ich ja gar nicht betrachtet. Weihnachtsmann? Ich glaube, du hast mir ein Geschenk übrig gelassen. Da könnte ich... Ach, wie nett. Ach, die Tür ist zu. Ich gehe erstmal hier hin. Grandpa was just like Dad. Was? Grandpa? Ich glaube, ich habe irgendwas mit Grandpa verstanden. Ist tot? Albert? Oh. 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 Ja, Das scheint unser Grandpa zu sein. Ich gehe erstmal vielleicht hier ran. My birthday present? But how did it get here? Geburtstagsgeschenk. Ja, wir sind der Luca und wir haben eine Polaroid-Kamera bekommen. Heißen die so, die Dinger? Die automatisch schon... Ah, ich wollte schon sagen, die sieht aber ganz schön komisch aus. Oh. Oh. So ein Horror ist es. Wollen wir mal hier durchgucken? Ich mach's eindeutig leiser. Ist da gerade die Tür aufgegangen? Oh cool, Fernsehen! In local news, the remaining belongings in the Hale family estate were finally auctioned, bringing in nearly $3 million. Among the auction items were paintings by Picasso, as well as some gold and diamond jewelry. Most noteworthy was Miss Hale's precious instant camera, which has finally found a new owner. It's been 30 years since the notorious multiple murders, and in spite of numerous auctions of the family assets, no one had previously purchased her camera. For viewers unfamiliar with the story, Madison Hale killed her own family during a witchcraft ceremony. She was then fatally shot in the stomach by a police officer who had caught her in the act. And now for the weather. Ich habe irgendwas mit Mörder verstanden, Kamera und Madison. Sind wir in Madisons Haus, die Leute umgebracht hat? Oh, Gott sei Dank. Ich dachte, hinter mir steht jetzt einer. Ich glaube, Madison hat einige umgebracht, vielleicht auch Fotos gemacht. Ich habe den jungen Mann nicht so ganz verstanden. Wo ist denn der Grandpa? Warte mal kurz, die Tür ist zu. Wir machen mal kurz den... ...1968. Ich hoffe nicht, dass der irgendwas gesagt hat, sonst bin ich aufgeschmissen, weil ich kaum zugehört habe. 1968. Nein. Ah, so. 1900. ...68 würde ich sagen. Das ist schon mal falsch. Warte mal, irgendwas. Mit der Kamera zu sehen. Hat er irgendwas gesagt? Ich hoffe, er hat nichts gesagt. Haben wir hier irgendwas? $3 Millionen? Nee, oder? Kannst du es normal sagen? Kann das sein, dass sich der Stuhl mit uns mitdreht? Oh, da ist... Ah. Wir haben nur das eine mit dem Großvater. Vielleicht habe ich irgendwas... Albert Marshall 1968. Das haben wir doch gemacht. war das? Also es ist auf jeden Fall falsch. Muss ich irgendwas... Wartet mal, vielleicht hier irgendwas. Ich dachte, da kommt jetzt auf mysteriöse Art und Weise irgendwas zu Vorschein, aber I still remember how much it hurt to wear that thing. Was ist das? 2 Tassen. Hat das was mit den Bildern zu tun? Die Bilder sind ja ganz schön viele hier. Könnte auch was mit den Briefen zu tun haben. Fotos möchte ich jetzt aber auch nicht verschießen. Ach, nee, sag bloß. Ist ja cool. Aha. Kann man auch noch die anderen sehen? Wartet mal. Kann ich vielleicht... Das ist Grandpa, glaube ich. Nein, 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 nein. Oh, weg. So, das wollte ich machen. Sind das Bilder hier? Nein. Also eins steht fest, das Spiel wird bei mir ein bisschen länger dauern. Haben wir denn hier irgendwas? Was war das? Rechter Mausklick. Also wie gesagt, wenn der junge Mann was gesagt hat, dann habe ich das nicht verstanden. Können wir hier... Ich würde gerne ein bisschen mehr... Ach, das ist ein Fenster. Da hat das wirklich was mit den Bildern zu tun. So, was haben wir hier? Lass mich schon mal gucken. Der alte Mann hatte eine Kamera in der Hand. Das ist die Kamera des Vaters, Großvaters. Und mehr haben wir nicht. Ich dachte eigentlich, ich müsste fotografieren. Vielleicht muss ich auch fotografieren. Wartet mal. Was ist eigentlich hier? Hä? Alles klar, ich glaube, ich bin mal weg. Oh. Gott, ist das dunkel. Ich hasse sowas. Ich mache mal für mich leiser. Dann bleibt uns nur noch die Möglichkeit... Wo ist die Uhr eigentlich? Die Möglichkeit, hier hinzugehen. Hä? Ein Schlüssel. Wenn wir jetzt so, ey, also so eine Spiele mag ich überhaupt nicht, wo man Fotos schießen muss. Wo hatten wir denn hier eine Tür? Hier kann ich nichts machen. Muss ich vielleicht... Study Key... Warte. Oh Gott, ich hau ab. Da muss doch irgendwo... Es ist genauso dunkel für mich wie für euch. Wenn da was stehen würde. Gott, ist das dunkel. Ich sehe nichts. Okay, das war ich. Ein Foto machen, bevor ich sterbe. Ich hoffe, ich habe genug Fotos. Ach ja, hier. Schlüssel, doof. I think I need something else first. Was? Ich kann es nicht benutzen. Ach, sag bloß. Er braucht einen Hammer und so. Nee, oder? Kann ich das irgendwie... Linke Maustaste, benutze es. Los. Nee, ich kann, glaube ich, hier... nichts machen. Oder ich mache irgendwas falsch gerade. Kannst du mal aufhören da drin? Warum? Warte mal, vielleicht muss ich von der Stelle? Ah, Nabel. Oh. Ich kann leider nicht. Okay. Ja, einverstanden. Oh. Madison, machst du's? Nice. Wer auch sowas Hässliches aufhängen möchte. Ups. Warum sind da Augen? Er zeigt auf was. Und ich glaube nicht auf mich. Oh. Eine Tür? Oh Gott. Oh, das war ein sehr kurzes Spiel. Sah aber schon ziemlich gut aus. Wir haben eine Tür verpennt. Ich glaube, da habe ich irgendwas falsch gemacht. Auf jeden Fall, ihr Lieben, den Link packe ich euch unten rein, wenn ihr die Demo mal zocken wollt. Oder wenn ihr den Machern von Madison Unterstützung zukommen lassen wollt. Ist alles unten. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin gespannt, wie es mit dem Spiel weitergeht. Also Leute, vielen Dank und ciao, ciao.